Ja, heute Abend eigentlich gar keine Party jetzt von mir, sondern von uns, von euch. Oder zusammen von der DEG und vom Fanprojekt. Eine Idee eigentlich von, beziehungsweise von Alex Tietje so ein bisschen mit inszeniert. Vielen Dank dafür. Von uns aber. Ja, Applaus mal. Ein erster Dank geht dem Gastgeber, der uns hier so freundlich aufgenommen hat. Die beiden Namen muss ich einfach mal erwähnen. Mein erster Gesprächspartner war ein Mann mit dem Namen Zach. Grüße. Und daneben steht ein Mann, der in der Zeit, als die ganzen Mitläufer und Opportunisten noch bei uns rumliefen oder auf der Couch saßen und nicht zur Fortuna gingen. Wunderbare Verteidigung auf der rechten Außenbahn, Gerrit Bürk. Ehemaliger Fortuna-Spieler jetzt hier auch. Das war damals vierte Liga, Aufstieg in die dritte Liga, die Zeit, 2004. So. Ja. Okay. Die Patenschaft übernehmen. Alex, komm mal her. Alex, sieht hier. Wir haben also heute hier den ersten DG-Fanclub, die Eishockey-Freunde 81 Düsseldorf, den Fanclub Wellen, die Wodka-Löwen, die Mangfallgeier, die rot-gelbe Eiszeit, die rot-gelben Blattschläger, den Fanclub 706, Bremenstraße Nord, die Altbier-Löwen, das Fanradio hinter mir, rot-gelb 77, die Düsseldachs, die Gruppe Hirschchen, wunderschöner Name, Familie Irrst und Freunde, Fanclub Düsseldorf Süd, die Gruppe Fest DG um Tim Felsmann, der nicht mein Sohn ist, Tim's 11, die Nobecker-Familie. Erstmal vielen Dank, dass ihr alle da seid. Alex, wenn wir ganz ehrlich sind, Eishockeyspieler, eine Mischung aus hormongeladenen Sportlern und scheuen Rehen. Die wissen nicht ganz genau, was das bedeutet, Patenschaften. Die Nordamerikaner schon mal gar nicht. Kannst du vielleicht kurz erklären? Es handelt sich um ein Symbol, aber nicht nur. Da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Was stellst du dir vor? Was soll dabei rauskommen? Also erstmal keine Angst haben. Ja, dann. Keine Angst haben, soll die Bindung einfach zwischen den Fans und den Spielern ein bisschen enger zusammentreiben. Das ist nicht so, dass ihr jetzt nur für die Fanclubs und nur für die beworbenen Gruppen da sein müsst, sondern wenn ihr einen Stammtisch haben und euch einladen, wenn ihr Lust habt, hingehen. Wenn es nicht so sein sollte, dass ihr wirklich gar keine Lust habt, auch Nein sagen. Das müssen die Gruppen akzeptieren. Man weiß ja nie. Und ich denke, dass das in dem Rahmen einfach eine schöne Möglichkeit ist, um eben zusammenzuwachsen. Ja, vielen Dank. Wir werden euch also die Mailadressen der Spieler geben und also einer Kontaktperson jeweils, die dann mit dem Spieler in Verbindung tritt und dann irgendwie vorschlägt, hey, brauchst du Hilfe beim Umzug oder wir haben einen Stammtisch oder was auch immer. So soll das sein. Wir müssen noch Geld verdienen, Marita, oder? Kannst du noch einmal diese wunderschöne rot-gelbe Jacke zeigen? Hinter dir. Oh. Dann schimpft der Jörn Klocke, der ist nämlich auch hier. Ja, rot-gelbe Jacke. Im Baseball, im Westside-Story-Look mit der DEG. Bestellformulare haben wir auch hier liegen. Sind, glaube ich, ziemlich begehrt. Und, glaube ich, auch begrenzt. And Bobby, don't worry, it will be a special prize for players. Also, wir würden jetzt Folgendes machen, danke Marita. Habe ich auch noch gesehen in all den Jahren, du als Hauptstadtmodel. Wunderbar. Wir haben da eine wunderbare Losbox stehen und die Investition von den 11 Euro für 20 Überraschungseier haben wir also wirklich bei der DEG beantragt und auch gewilligt bekommen. Und selbst gegessen auch. Da war übrigens auch ein kleiner Zug drin in einem dieser Überraschungseier und irgendjemand sagte mir dann, wir machen dieses Jahr keinen Sonderzug vom Fanprojekt aus, weil wir ja gar nicht wissen, ob wir die Saison zu Ende spielen. Wo kommt denn der Quatsch her? Habt ihr das mal gehört irgendwo?
Ja, natürlich spielen wir die Songs zu Ende, völliger Unsinn. Also an uns liegt es nicht, wenn ihr nicht mit dem Zug fahren wollt. Zu den Jägern könnt ihr mich alles fragen. Darf ich sagen, ja, gibt's irgendwas, Alex, zum Anfang? Let's go. Okay, let's go. Jetzt sage ich da Justin Bostrom dann, da. Justin? Ja. Justin, you're the first. Stand up, also aufstehen und tschüss. Ja. Ja, ja. Maybe a little bit. You have to read it in German. That's part of the game. EFC Rot Gelbe Ratschlager. Thank you.
Eishockey-Freunde 1981 Düsseldorf e.V. Die Eishockey-Freunde. Wo sind die Eishockey-Freunde? Hinter dir. Ja, komm. Deine Kreuzer. DEG Fanclub Jan Wellen e.V. Das ist bestimmt was ganz Besonderes. Wo wir den Spielern immer 50 Fragen innerhalb von 5 Minuten stellen. Und da fällt man manchmal Dinge, die man nicht gedacht hätte. Der nächste Spieler hat getraut mit dem Tod von Hoppla dem Hasen, beim ersten Hausbier. Hoppla der Hase, Curry Mays. DEG Fanclub Düsseldorf Süd 1984 e.V. Ruhig. EFC Rotgeld 77 Düsseldorf e.V. Was soll ich hören? Das sieht aus wie der Vater Rasenmäher. Was denn? Rasenmäher? Norwegian Family. Die Norwegian Family. Das wird völlig unbekannt. Das klingt so ein bisschen wie eine Vollband aus den 70ern. Erklärt. IG Metro Stars Fanclub 706. Die 706! Ja.
Der Mann, der nach wunderschöner Vorlage von Manuel Strode ein wunderschönes Tor in München geschossen hat, Alexander Preibisch. Du hast einen unglaublichen Antritt. Bist du schnell oder sieht das nur schnell aus? Eishockey, Freunde, Wodka-Löwen. Wodka-Löwen. Wenn man darauf vorbereitet, ich habe immer Angst, dass das dann am Ende irgendwie nicht aufgeht. Eigentlich müsste ein bestimmter Name da drin sein. Ich hoffe, dass das klappt. Sonst stehe ich doof da. Stefan Ritterwald. Bahnradio. Die nächste ist, machen wir einfach nochmal, weil sie eben nicht da waren, Mike Klingsporn. Mike. DG Fanclub Alpilöwen. Ja, bitte. Ja, und viele Wege zu Aston Rowe. Ja, die größte Uhr des Teams. Auch ein zweites Mal dabei. Mark? Ja.